So, weiter geht's in Lao. Da sind wir gerade auch wieder zufälligerweise hingekommen, als wir eigentlich nach so gut gesucht haben. Ja, die Erzrolling gestohlen hatte. Aber nun gut, wenn wir schon mal hier sind, nützt doch. Ist hier hinter irgendwas? Nein. Keine Pflanze, kein Grundstöckel. Fabio haben wir hier. Sumpfkraut. Da. Da liegt einer drinne. Okay, das scheint irgendwie ein Kerker zu sein, Gefängnis. Ich stehe hier irgendwie an eben. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Wassermagier. Ja, ich kann anaimen, aber ich sehe halt nicht den Namen. Naja, egal. Wir werden schon noch sehen, wer das ist. Hier gibt es also. Nee, hier war doch irgendwas. Gut, dann reden wir halt nochmal mit den Typen da in der Stadt. Hier im Haus meine ich natürlich. Im ersten Haus. Hallo, Sibur Nurat oder Narat. Wie läuft das Wie läuft das Geschäft? Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narat dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Ein bisschen zu viel Sumpfkraut geraucht, oder wie? Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Ja. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen, das Große im Kleinen. Meinst Hast du? du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug, o sinnverfremdender Freund. Ja, das Zeug will ich aber auch haben. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Das ist wie fliegen. Ich probiere gerade viele Fälle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Ich stelle mir das jetzt gerade so bildlich vor, wie er da nackt auf den Fellen rumwälzt und mit seinem Sumpfkraut. Aber wenn wir die Aufzeichnung haben, dann können wir, glaube ich, verwandelte. Zu dem einen Typen, der Boote baut. Ich glaube, in Seelen, genau. Ich bring dir die Felle, aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen.
Der alte Sigur hält, was er verspricht. Vertrau mir, o Sohn des Misstrauens. Ich hab deine Fälle. Danke, o glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der reißenden Bestien des Nordens. Ja. Die Karte. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Nun kannst du mal versuchen. Hier, die Zeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeichnet habe. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Der Typ, Mann. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio, aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Gib ihm halt mal was von deinen Stängel ab. Hier, haben wir die Bootzeichnung jetzt. Beste Ware aus Lago. Okay. Arnstein. Na gut, was haben wir hier? Was? Wasserpfeife, etwas Brot. So, Fabio. Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Alles klar. Ja, die haben bestimmt irgendwelche Gärtner, aber... Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyor angeführt. Ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Lass mich raten, ich soll ihn töten. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Jetzt mach ich gerade. Ich will in der Arena kämpfen. Schlauberger. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Nee, aber schwerer zu kämpfen. Was soll mit Shakyor geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Da kenne ich auch so ein Fabio, dem ein paar Schläge auch nicht gerade schaden würden. So, gibt es hier zufälligerweise einen Teleporter? Dann würde ich mich nämlich mal nach Sillen teleportieren. Versteht ihr? So, wo ist denn hier der Mumuk, Mamu, oder wie er heißt? Erstmal schön das Sumpfkraut. Einstecken in die eigene Tasche, ne? Man will ja vorbereitet sein. Falls man nach Nordmar geht und dann auf irgendwelchen Fällen.
Oh, da bist du ja. Was? Was ist los? Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Sektenspinner. Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Komm, wenn du gewinnst, kriegst du auch einen Stängel. Weißt du was? Wenn ich rauchen will, dann pflücke ich mir einfach was. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Ich hab schon so viel geraucht, Mann. Ich hab angefangen, da hast du dann die Winde geschissen. Zeig mir, was du kannst. Stärke plus 1. So, Fabio, dann lass mich mal gegen den anderen Typen noch kämpfen. Schon wieder den Namen vergessen. So, du hast also Mamuk aufs Maul gehauen. Warte mal. Hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Naja, nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kampf nicht die Elite des Landes. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will gegen Grobutz kämpfen. Hey, dieser Ork ist unser Gast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein, natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Na komm. Ich will gegen Grobutz antreten. Gut, aber du wirst es mit ihm selber ausmachen. Und denk daran. Ich brauche den Kerl noch. Ja. Ich werde hier Respekt in der Arena verdienen. In dieser Wüste. Es ist egal, ob das ein Hinterhof-Arena ist. Also Globus. Du verstehst etwas vom Kampf, was? So viel, dass es sogar reicht, um dir was beizubringen, Morra. Lass uns in der Arena kämpfen. Willst du das wirklich, Morra? Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhaue? So viel Dummheit muss bestraft werden. Lass uns kämpfen. Lass uns Wildschweine hier angehen. Schau dir das volles Fund aufs Maul, mein Lieber. Ja, sowas kommt von sowas. Es gibt einen Kampf, da ist nichts mehr zu holen. So, hast du noch was zu erzählen? Mann, mir brummt der Schädel. Bist du jetzt zufrieden? Ja. War doch ein guter Kampf. Ja, zumindest für einen von uns. Ich hau mich erstmal hin. Meine Komora, du bist ein guter Kämpfer. Wie sagen die Assassinen? Du bist ein Sohn des Kampfes, Mora. Wieso ist der nicht orange, Schätze? Weil er abgemacht in der Arena. Was machst du hier? Oder sei wütend, dass er verloren hat. Zala wurde geplündert. Die Artefakte wurden geklaut. Dolok gab mir den Befehl, die Artefakte zu suchen. Was denn? Glaubst du, hier in Lago gibt es Artefakte? Nein, Morra. Aber hier gibt es einen Mann, der etwas darüber wissen kann. Wer soll das sein? Fabio hat einen Morra eingesperrt. Wenn er etwas weiß, wird er es sagen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dir fehlt. Komm, keine Lernpunkte? Was ist dann da los? Battle-Level up. Azul. Ah, da habe ich einen Sumpfkraut übersehen. Nein. Das sieht auch geil aus hier. Mit dem Bison. Was baust du hier an?
Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Jo, Mann. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. Du verstehst was von Pflanzen. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, sie haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanzen getrampelt. Penner! Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Mhm. Ich kann mich ja mal um die Blutfliegen kümmern. Mann, ich hab's nicht gewagt, dich danach zu fragen. Aber weißt du was? Ich lasse ein Paket Original Lago Sumpfkraut springen, wenn du die Biester vertreibst. Hey, wer für mich arbeitet, der soll auch genießen. Hier, rauch mal einen und lass dir Zeit. Die Biester fliegen nicht von alleine weg. Leider. Alles klar, dann Blutfliegen. Ja. Zeig mir deine Ware. Spitzhacke. Sumpfkrautpaket, komm, alles mitnehmen. Eintopf. Oh, wieder nur ein Schmiedehammer, Mann. Ich brauche aber normale Hämmer, Freunde. Versteht ihr das? Oh, werde gleich mal die Blutfliegen suchen gehen. Auch wenn ich natürlich erstmal eigentlich einen Teleporter haben würde wollen. Ja. So, Herz eines Golems. Das behalten wir auf jeden Fall. Wer weiß. Alles klar. Blutfliegen, wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch verkrochen, hm? Das ist eine Höhle. Da werden sie bestimmt nicht drin sein. Na, da, Blutfliege. Guck mal hier, ja. Sumpfkraut, vernichteten Unkraut, rauchenden Drecksviecher. Oh, jetzt irgendwie eine Flammenwelle. Blut, Junge, Blut, Blutfliegen. Ja. Alle looten. Die wollen auch entlohnt werden für unsere Arbeit. So, gibt's hier oben noch Sumpfkraut? Nee, hier oben gibt's Lurker. Hätten wir nicht schon genug Lurker gesehen. In der Wüste. Du.
Grundstücke, nice. Endlich mal eine gute Nachricht hier. Jetzt können wir uns diesen permanenten Trank herstellen. Euch hier abgeschickt. Bei Stärke haben wir jetzt genug. 100, 250. Oder mehr als 250. Erstmal schön als Zeitlupe. So gedröhnt, bis man geht nicht mehr. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut, Vater der Entspannung. Bring mir was über Alchemie bei. Für Waffen vergiften. Wie ich Gifte herstellen kann. Sagt mir alles nichts dazu. So, kann ich hier reingehen? Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Ja, muss ich wissen. Ich? Nein. Doch. Aber auf keinen Fall. Ja, sicher, du. Was ist denn, wenn ich hier Taschendiebstahl mache? Gold erhalten. Und bei dir? Welchen? Naja. Mach hier keinen Ärger, klar? Oh. Ich habe gegen Grobutz gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Ja, davon bin ich überzeugt. Du hast einen Gefangenen. Genau. Ich habe einen Gefangenen. Und solange ich den Schlüssel habe, wird niemand mit ihm sprechen. Wer ist der Gefangene? Er ist ein großes Risiko. Und nein, ich werde dir nicht sagen, wer mein Gefangener ist. Das wissen eh schon zu viele. Nun frag mich nicht weiter nach Dingen, die dich nichts angehen. Ich bin aber sehr neugierig, mein Lieber. So. Schlüssel erhalten. Da können wir uns. So renne ich immer noch einen Teleporter. Muss da irgendwo ein Teleporter sein. Mein Lieber. Ne, die Fälle kann man nicht aufheben. Den Teleporter. Hm. Wir können auch erstmal in die Mine da oben reingehen. Endlich hat sich ja der Typ da versteckt. Der Löwe. Ne, hier waren wir da schon drinnen. Stimmt. Stimmt ja. Hatte mich schon gewundert, warum die Schakale da tot sind. Das waren wir ja. Ja, Grünstücke. So. Hier gibt es aber auch keinen Teleporter. Ach, guck an, direkt vor der Stadt. Aber der ist nicht aggro drauf. Das heißt, man kann wahrscheinlich mit dem reden, ne? Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakyor, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage,
ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Aber was bedeutet das jetzt? Er ist kein Druide. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. In Lago ist noch ein Gefangener. Noch ein Gefangener? Ich dachte, wir hätten alle befreit. Dieser Gefangene ist in einer Hütte eingesperrt. Weißt du, wer es ist? Noch nicht. Dann finde es heraus. Ich weiß, das sind Typen nicht schlau. Wieso hat der einen Druidenstein? Und für, auf welcher Seite steht er? Klar, er hat die Sklaven befreit, aber... Das hier, das ist... Okay, damit kann man nichts machen. Ich habe endlich schon einen Schlüssel für die Gefängniszelle. Das heißt, theoretisch könnte ich da bestimmt einfach die Tür aufmachen und die Lago platt machen. Ich will natürlich schon wissen, was hier abgeht. Ah, verflucht! Weißt du, wer der Gefangene ist? Wer? Ich? Nein. Ich weiß nichts. Spuck den Namen des Gefangenen aus, sonst gibt's was aufs Maul. Du kannst mich verprügeln, aber du kannst mich nicht zwingen. Sicher? Hey, ich bin... Ich kann's aber versuchen, mein Lieber. Ich bin so oft verprügelt worden. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Aber du kannst dir deine tolle Drohung in deinen tollen Arsch stecken. Was verlangst du für den Namen? Weißt du, es gibt nichts, dass du... Warte mal. Fabio wollte doch irgendwas von mir. Was war das noch? Weniger rauchen? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich sollte mich um die Lurker an der Küste kümmern. Also bring mir ein paar Lurker heute und Klauen, sagen wir, jeweils 10 Stück. Die kann ich dann Fabio zeigen und du kriegst den Namen. Alles klar? Wo finde ich die Lurker? An der Küste. Geh einfach ein Stück die Küste entlang. Da gibt es echt viele von den Viechern. Ach, noch eins. Bring mir die Trophäen alle auf einmal. Sonst vergesse ich bestimmt, wie viel du mir schon gegeben hast. Die hat nicht verkauft gehabt oder nicht? Hier sind deine Lurker-Trophäen. Hey, hey, hey! Danke, Mann! Du hast es echt drauf, was? Jetzt sag mir, was du weißt. Was würdest du sagen, wenn ich den Namen gar nicht kenne? Dann würde ich gar nichts sagen. Dann würde ich dir sehr, sehr wehtun. Würde dich töten. Also pass auf. Der Gefangene ist einer der Wassermagier. Ja, wissen wir. Er ist ziemlich alt und sein Name ist Vatras. Tja, jetzt weißt du es. Warum nicht gleich so? Aber sei vorsichtig. Wenn Fabio das rauskriegt, sind wir beide dran. Hä? Vatras war da aber schwarz. Er hatte dann eine dunkle Hautfarbe. Nicht so eine scheiß Frisur da. Was haben die hier mit Vatras gemacht, die Penner? Was ist denn bei euch verkehrt? Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Vatras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Ich hab so meine Quellen. Es stand auf einer alten Steintafel. Haha, witzig. Los, verschwinde und mach dich irgendwie nützlich. Was willst du? Störe mich nicht. So. Geh weg. Wir passen auf. Na komm, wenn die mich angreifen, dann mach ich halt dir das... Weckst du mich? Das ist aber nicht Vatras, Mann. So.
Nee, Mann, das ist einfach. Genau wie mit Torus, ey. Im ersten Teil und jetzt im dritten. Nein. 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 Okay. Was? Wir sehen uns später. So, warum gibt es hier keinen Teleporter? Teleport! Stört mich nicht. Teleport! Da muss ich halt in die Kisten reingucken oder wie? Holzfäller, Axt. Habe ich aber auch schon nachgeguckt. Wenn ich die Truhe jetzt aufmache, dann sehe ich Rabatz. Verflucht! Was willst du? Mach schnell jetzt, Mann. Matras will nicht mit mir reden. Und da hatte ich ja irgendwie einen anderen Dialog genommen. Abgebrochen. 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 Gibt es für diese Stadt überhaupt einen Teleporter? Wobei müsste er eigentlich? Ja, gerade nicht in der Nähe von Ben Erei. Da weiß auch nichts mehr. Wir passen auf. Davon gehe ich nicht aus, nee. Die hat noch eine Truhe. Na gut. Ja, ich kann hier alle beklauen, aber wo ist denn hier der Teleporter? Ich habe keine Lust, dann hier dauernd hinzulatschen. Dann sagen wir ihm mal, dass Vatras der Gefangene ist. Der Gefangene ist Vatras, einer der Wassermagier. Vatras ist ein weiser Mann. Wir werden ihn befreien. Hast du sowas wie einen Plan? Wir folgen dem Ruf des Löwen. Was genau heißt das? Wir gehen hinunter und greifen sie an. Das ist mein Plan. Hört sich einfach an. Ja, das ist das Gute an dem Plan. Er ist einfach. Er wird funktionieren. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich von dir halten soll, mein Freund. Bring mir was über die Jagd bei. 15 Lernpunkte. Also ich jetzt Lago angreifen oder? Ach komm. Ich bin bereit. Lass uns Lago angreifen. Stillen wir unseren Durst an unseren Feinden. Ja, sei mal jetzt nicht so philosophisch, mein Freund. Ich werde mir den fetten Fabio vorknüpfen. Was? Kannst mich mal. So zufälligerweise. Komm. Bleib stehen, du Hund! Bleibe stehen, du Hund!
Oh, ich dachte jetzt schon, ich will gerade den Löwen angreifen. Die freie Lago, ruf bei den Normalen, plus 5. Und der hat auch keinen Teleporter bei sich. Kann ich hier die Äpfel und Birnen mitnehmen? Nee. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich hasse sowas. Das bedeutet also wirklich, dass ich jedes Mal hier hinlatschen muss, damit ich irgendwie nach Lago komme. Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein. Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen, und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig. Ey, willst du mich jetzt verarschen, Mann? Ich hummel nicht ständig einfach. Welche Sippen soll ich aufsuchen? Sprich mit Asaru. Er führt seine Sippe bei Braga. Suche Kajur auf. Er kämpft bei Murasul. Wutras findest du bei den Ruinen von Al-Shadim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Suche ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst. Ja, sonst so irgendwas? Mein Gott, ey. Nee, ey. Wow. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Dann können wir reden. Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen, über Artefakte und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Nee, Mann. Wenn man so gewohnt ist an Vatras aus Gothic 2... Da macht dieses, die Stimme und das Aussehen, das ist halt nicht dasselbe. Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Holy shit, warte, was hast du jetzt vor? Standorte. Die Gestalt. Lehre mich das höchste Wissen der... Dazu bist du noch nicht bereit. Noch lange nicht bereit. Du hast allerdings recht, mein Lieber. Vatras in disguise. Du bist ja nicht Vatras. Wer bist du denn? Bist du Lothar? Hast du einfach mal den Namen Vatras gegeben? Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen.
und befreie unser Volk. So, was? Das heißt, wir haben ein Level Up nicht. Gut, bis da drüben noch Lurker. Nicht doch. Ich glaube, das waren die Lurker hier oben, ne, bei dem Blutfliegen. Aber wenn die keinen besonderen Namen hatten. Ja, da oben. So, kann ich jetzt nochmal mit dem reden? Nein, ich brauche die 15 Lernpunkte. Also die 2 Lernpunkte. Damit ich halt die Hitze ertragen kann. Jetzt mal kurz gucken, ob da die Lurker sind, die da neu gespawnt sind bei einem Auftrag. Glaube nicht. Ein Lurker. Da kommt schon. Ich will mich jetzt auch gar nicht so weit von Lago eigentlich entfernen, ne? Ich will jetzt wirklich nur ein Level Up haben. Ich erwarte ja immer irgendwas Besonderes in solchen Gegenden. Aber man wird ja leider wirklich oft enttäuscht. Egal auf welche Ebene. Ich überlege auch gerade, ob ich mich nach Sillen teleportiere und da die Bootzeichnung abgebe. Was macht man nun wieder, ne? Aber wenn ich mich jetzt wegteleportiere, ich habe zwar den Teleporter von Ben Salah. Ene mene Miste, wir will noch in die Kiste. Aua. So, wann ist jetzt hier alle Lurker? Aber wenn es endlich
genug locker sein müssen, um halt die Trophys zu haben, die Trophäen. Gut, das waren dann wirklich alle locker. So, mal gucken, wo man jetzt hier rauskommt. Wenn man da oben. Ah, hier sind wir eigentlich gestrandet. Ich sehe dich doch da am Baum. Genau, das war der Weg hier. Richtigerweise. Genau, da war die Höhle. Na gut, aber das kennen wir hier schon. Das heißt, ich werde mich nach Sillen teleportieren. Geben noch kurze Quest ab und dann war's das doch schon. So, das bist du ja. Padlord. Hier, hab was für dich. Bei Inos langem Bart. Du hast mir gleich einen richtigen Bauplan gebracht. Wo hast du das her? Ah, warte, das will ich gar nicht wissen. Schätze, das wird ein echtes Traumboot. Ja, ich will's aber dann noch sehen, ne? Bettchen. Die schlechte Jahreszeit überschlafen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.